Jesus sagt, stellt euch nicht taub, hört auf meine Stimme und es wird euch wohlergehen. 7. September 2016, Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Der Herr ist barmherzig zu Sündern wie mir, Herzbewohner, und so könnt ihr sicher sein, dass er auch euch gegenüber barmherzig sein wird. Mir wurde gesagt, dass ich euch sagen muss, was ich heute getan habe. Ich schäme mich sehr. Bitte, es ist in Ordnung. Ich suche nicht nach Sympathie, ich handle aus Gehorsam. Denn was ich getan habe, tun viele von euch auch. Als wir Schafe züchteten, hatten wir immer Zaungäste. Ein oder zwei Schafe, die immer aus dem Pferch heraus wollten. Obwohl sie im Pferch frisches, hochwertiges Futter und Wasser hatten. Am Ende wurden sie von einem Berglöwen gefressen. Folgendes ist also passiert. Ich bin gerade dabei, die Schränke aufzuräumen. Und die Speisekammer in unserer Küche war ein riesiges Chaos. Nun endlich war der Tag gekommen, wo wir aufräumen mussten, aber ich hatte keinen Platz, um die Sachen unterzubringen, nachdem ich sie aus den alten Kartons und Tüten geholt hatte. Also suchte ich im Internet und fand Plastikschubladen, die groß genug waren und trotzdem in die Regale passten. Von Anfang an fühlte ich einen Dämpfer in meinem Geist. Aber ich bin starrköpfig. Ich tat so, als ob ich es nicht bemerkt hätte. Denn ich musste das einfach organisieren. Also habe ich Valerie gebeten, diese für mich bei Walmart zu besorgen. In der Zwischenzeit kamen die Darmbeschwerden bei Ezekiel zurück, die der Herr für ein gelegentliches Opfer zurückgelassen hatte. Ich möchte das jetzt wirklich klarstellen. Er hat eine große Heilung erlebt und es ist nicht mehr so wie früher, ganz und gar nicht. Ich sah ihn mit einem Eisbeutel im Bett liegen und dachte mir, Herr, ist das meine Schuld? Habe ich eine Tür geöffnet, indem ich versucht habe, diese Schubladen zu besorgen, obwohl ich wusste, dass ich einen Dämpfer in meinem Geist hatte und es dir vielleicht nicht gefallen würde? Also rief ich eine meiner Gebetspartnerinnen an und bat sie, den Herrn für mich aufzusuchen, in der Hoffnung, dass sie mit einem Wort zurückkommen würde, dass es nicht meine Schuld war und ich keine Tür geöffnet hatte. Und dieser Schmerz, den er durchlebte, eine Art Fürbitte sei. Nachdem ich das getan hatte, beschloss ich, noch einmal zu den Bibelverheißungen zu gehen, weil die ersten drei Lesungen, die ich bekam, zweideutig waren. Ich sagte, Herr, wenn das meine Schuld ist, dann lass mich bitte bei Schuld öffnen. Und ratet mal, bei was ich geöffnet habe? Ja, bei Schuld. Also rief ich sofort Valerie an und sagte, bitte besorge nichts von dem, was auf jener Liste steht. Dann rief mich diese Gebetspartnerin an und sagte mir, der Herr hat gesagt, dass du mir diese Frage nicht stellen solltest. Du solltest es wissen. Sie sagte auch, dass sie in dem Moment, als sie diese Frage stellte, selber eine tiefe Überzeugung fühlte, denn auch sie hatte einige Probleme, vor denen der Herr sie gewarnt hatte. Es ist unnötig zu sagen, dass ich wirklich überführt war und reumütig zu ihm kam. Und natürlich verschwanden in den nächsten Minuten Ezekiels Schmerzen.
Das war's dann. Ich betete: Heiliger Geist, bitte hilf uns, dies auf eine saubere und sichere Art zu organisieren, ohne die Schubladen. Denn ich war wirklich sehr frustriert. Dann kam ein Freund vorbei und half mir, und wir entdeckten einige lange flache Behälter, welche auf die Regale passen würden. Der Heilige Geist hatte mir geholfen, eine Lösung zu finden ohne die Schubladen, von welchen ich fest glaubte, sie haben zu müssen. Später nach der Anbetung sah ich den Herrn nicht, also fragte ich ihn: Bist du hier? Ich würde es dir nicht verübeln, wenn du nicht zu mir sprichst. Er begann sehr deutlich und leise: Ich kann dir nicht vertrauen. Mein Herz sank. Ich brauche mehr Gehorsam, auch wenn du in Versuchung gerätst. Oder besser gesagt, ganz besonders, wenn du versucht wirst. Du musst dir mit Nachdruck sagen: Tue es nicht. Warum kannst du dich nicht zurückhalten, Claire? Ich seufzte. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das von seinem Vater gescholten wird. Ich dachte darüber nach und antwortete: Stolz, meine sture Haltung, aber ich brauche dies wirklich. Schau, wie wir es ohnehin bekommen haben, und das sehr gut, möchte ich hinzufügen. Wann wirst du lernen, mir zu vertrauen? Herr, ich sah jene Alternative nicht, und ich wollte nicht zurück zu Pappkartons und Mäusen und klapprigen alten Säcken und Schichten von Staub. Er antwortete sehr mitfühlend: ich verstehe es wirklich. Und zum ersten Mal seit Stunden wurde sein Gesicht für mich sichtbar. Und ich sah, dass er verstand, aber ich hatte ihn verletzt. Auch wenn du keine Alternative siehst und das Gefühl hast, dass du es einfach haben musst, ganz besonders dann musst du mir vertrauen und nicht auf deinem eigenen Weg bestehen. Seufz, das ist schwer für mich, das ist es wirklich. Da ist einfach dieser Drang, alles sauber und ordentlich zu haben. Es ist einfach schwer. Jedenfalls habe ich darüber nachgedacht, dass Ezekiel derjenige war, der unter dieser Sache gelitten hat. Und dass unsere Herzbewohnerfamilie das nie verstehen würde. Eher würden sie denken, Gott sei ein strenger, strafender Tyrann. Der Herr antwortete auf meine Gedanken: Aber ich habe sie gelehrt, wie sie Türen öffnen, und wir werden darüber sprechen, das müssen wir. Ich habe eine ganze Truppe da draußen, die genau das Gleiche tun, und ich möchte, dass das aufhört, zu ihrem eigenen Besten. Sie werden schwer gebeutelt und sind nicht bereit für eine Beförderung. Ich möchte, dass sie die Informationen haben und verstehen, warum sie angegriffen werden, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Deshalb möchte ich offen über diese Sache sprechen, nicht nur, um dich in Verlegenheit zu bringen. Schaut, liebe Herzbewohner, ich bin hier nicht der Böse. Satan schleicht sich an euch heran wie ein Löwe, der seiner Beute auflauert. Sein Schwanz zuckt. Er wartet nur darauf, dass ihr den Köder schluckt und euch aus dem Schafstall schleicht. Er weiß, dass ihr euch in der Sicherheit des Schafstalls befindet und dass er euch herauslocken muss, bevor er euch angreifen kann. Also schickt er einen Geist der Lust, um euch dazu zu bringen, euren Willen zu bekommen. Wie die Schrift lehrt, liebt nicht die Welt noch irgendetwas in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm.
Denn alles, was in der Welt ist, die Begierden des Fleisches, die Begierden der Augen und die Hoffart des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihren Begierden, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist 1. Johannes 2, 15 bis 17. Und ich möchte hier noch hinzufügen, dass wir, wenn wir etwas in der Welt haben müssen, wir es einfach haben müssen, auch wenn wir spüren, dass der Herr nicht will, dass wir es haben. In diesem Fall lieben wir die Welt mehr, als wir ihn lieben. Und das ist der Ort, an dem ich heute war. Ich liebte meine saubere, ordentliche Küche mehr als den Herrn. Sonst hätte ich Valerie nie gesagt, sie solle sie für mich besorgen. Es geht nicht um einen harten, unbarmherzigen Gott. Es geht darum, am Leben zu bleiben, in Sicherheit zu sein, nicht in die Hände der Feinde zu fallen und mit eurer Ausrüstung und Berufung voranzukommen. Schaut, ich kann euch erst dann auf eine andere Stufe befördern, wenn ihr dem Druck und der Versuchung auf der jetzigen Stufe gewachsen seid. Wenn ich das zu früh tue, werdet ihr untergehen und jene, die ihr führt, werden ebenfalls leiden. Wenn ihr einmal gelernt habt, unter Druck standzuhalten, dann kann ich euch die Gaben schenken, die ich euch für die Seelen geben will. So viele von euch sehnen sich nach der Gabe der Heilung und des Wissens, aber diese Gaben haben ihren Preis. Wir befinden uns jetzt im Lernprozess. Bitte, Herzbewohner, ich verweigere euch bestimmte Dinge nicht, weil ich gemein oder kleinlich bin. Ich halte sie vor euch zurück, weil ich weiß, dass sie am Ende schädlich sein werden und ihr große Reue empfinden werdet. Die Lektion hier ist also: Vertraut mir. Wie eine sehr weise Seele einmal sagte, was Gott nicht für dich bereitstellt, ist dir nicht nützlich. Vertraut mir, wenn ich euch der Sünde überführe und ihr euch taub stellt, so als ob ihr mich nicht hören könntet, öffnet ihr nur weitere Türen für die Dämonen, um euch zu beuteln. Es muss nicht in Tragödien und Leiden enden, wenn ihr nur auf meine Stimme hört und aufhört zu sündigen. Euer Leben muss nicht steril, fruchtlos und lauwarm sein. Ihr könnt aus diesem Ort ausbrechen und euer Schlüssel heißt, auf das zu hören, was ich euch zuflüstere und in euer Herz lege.